Ja, Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt noch gefallen, Let's Play Sonic Unleashed begrüßen. Frohe Weihnachten euch allen! Ich habe leider keine Weihnachtsmütze hier, wie ich in den letzten Jahren immer aufgehört habe, aber dafür kommen heute wieder zum 11. Hype, 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 Hype und die nächsten zwei Weihnachtsfeiertage auch einfach so als kleines Geschenk von mir. Und ich hoffe, ihr guckt euch das Weihnachtsspecial an, was ich wahrscheinlich nachher noch aufnehme. Mal gucken. Aber auf jeden Fall fröhliche Weihnachten und frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr, Patrick, natürlich. Ist ja auch schon total soweit, aber nee. Auf jeden Fall Weihnachten. Ich hoffe, ihr kriegt alle schöne Geschenke heute Abend. Und ja. Let's go with the Folge. Ich habe mich ja schon ewig lang frohe Weihnachten gewünscht habe. Frohe Weihnachten! Da, ich wollte kurz zukommen, was ist, und dann kommt sowas. Du hast mich gerade getroffen. Du hast ein Schild? Was bringt dir dein Schild jetzt, hä? Du Ficker. Was willst du eigentlich, du großes Stück Scheiße, hä? Geh mal ganz schnell weg hier und dir auch. Oh. Ach, guck mal, wie putzig. Da ist schon mal die tot. Dann, oh mein Gott, ich muss... Oh, fuck. Ich habe den Mückenknopf falsch gedrückt. Oder irgendwie den Mückenknopf nicht angestellt. Auf jeden Fall habe ich gerade niesen müssen. So. Das ist mein Popschutz voller Rotz. Wicked. Jetzt hier ist noch wohin? Würde ich immer fest, Sonic. Sonic! Hallo? 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 Oh, Sigoi. Hallo? Theoretisch hast du gar nicht rein müssen. Roffelkopter. Wozu ist wohl dieser komische Schalter gut? Wird damit vielleicht irgendwo etwas bewegt? Ich denke. Er hat andere Richtung. Achso. Es war die Brücke, Chip. Es war die Brücke. Die ganze Zeit die Brücke. Ich bin wahrscheinlich jetzt schon, warum diese Gegner hier super nervig sind. Weil sie dich anblasen, wenn du zu ihnen hinspringen willst. Ja! Lass mal hier hin. Du flash mich nicht mehr an. Oh Gott, ich hasse solche enge Passagen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Da drüben ist was. Gib! Bitte? Da wurde das bitte, wäre ich noch runtergefallen. Ich sag's euch, wenn man nett ist in Leben, Menschen, Leben, Leben, Menschen. Einmal, zweimal, dreimal. Und hat perfekt geklappt. Yay, endlich mal. Endlich mal eine Champion-Passage, die funktioniert. Wir müssen natürlich runter. Hi! So, hier ist ein bisschen... Ein bisschen Feu-Feu. Da hat Patrick ein bisschen mit Feuer gespielt. Oder vielleicht war auch Adi. Pamflam, sorry. Da. Ich habe heute Mittag eine Folge Tadel Poke Park geguckt. Bin ein bisschen geschädigt. Na, Hurensohn. Jetzt mach das Scheiß Feuer aus! Und Sonic Rallys musst du. Also. Ach. Eigentlich müsste das ganze Feuer aus sein. Sind wir ehrlich? Eigentlich müsste das perfekte ganze Feuer komplett aus sein. Gut, B-Taste. Reagieren brauchst du. Brauchst eigentlich nicht. Ist okay. Aber muss ich sagen, komme ich vom Spiel echt verarscht vor. Wenn die Tasten einfach nicht reagieren. Ich verstehe es nicht. Das ist doch Assolatial, oder nicht? Assolatial ist gar kein Wort, Patrick. Deine Mutter. Ist auch kein Wort.
Das sind nämlich zwei Wörter. Oh, ich begebe mich schon auf Chips Niveau herab. Genau, herab wollte ich eher sagen. Ja, und da hoch mit dir. Xene. Excellent. Oh Gott, das sind eine Menge Gegner. Ich würde sagen, ich gehe mal von die Großen. Ich kann mich wegteleportieren, ich bin toll. Was macht ihr da oben? Nein. Was machst du da oben? Nein. Kommt noch was? Boah, das war ja doch einfach. Da braucht ihr schon zwei 20er-Ringe zum Leben auf. Dankeschön. Vielen Dank für die Information. Vielen Dank. Wirklich, I appreciate it. Thank you. Und einmal und zweimal und dreimal. Und warum leckt das jetzt gerade? Oder meintest du, dass es gerade ein bisschen geleckt hat? Krass, da hinten ist ja ein richtiger Tempel. Ich liebe Japan. Oder China? China und Japan. Also, ich weiß, es heißt Shunan, aber es ist natürlich ein Kontinent, ein Land aus der echten Welt. Ach, komm schon, dann nochmal mit den Stempeln ran. Okay. Okay, einmal. Ich finde es immer relativ gut, dass man bei solchen Sachen meistens mit dem Schatten arbeiten kann. Das habe ich mir so von Raymond 2 abgeguckt. Da drüben sind Ringe und Sachen will haben. Gib! Oh cool, und eine Abkürzung ist das auch geworden. Wenn der nicht direkt weggeflogen wäre, wäre es eine Abkürzung gewesen. Aber wenn das Wortchen wenn nicht wäre, dann wäre deine Oma Millionär. Das heißt aber Vater, Patrick. Schieß mal. Ja, wow. Nicht springen, Sonic. Ich wollte nicht, dass du springst. Sind alle tot? Kann er mich hier runterschießen? Hol ihn doch runter, Mann. Tschüss. Und flieg ins Verderben. Tschüss. Noch mehr? Ich wollte gerade sagen, das muss ein bisschen da hinten schon aufgehen. Alle tot oder? Okay, wahrscheinlich kommen nachher noch welche. Wo? Ach, hier wahrscheinlich. Endboss! Cool! Oder großer Gegner. Endboss ist nicht. Aber wenn ihr unten unsere Leiste seht, was ich jetzt machen werde. Hey du! Na, wie geht's dir so? Und? Was hast du so gemacht? Echt interessant. Ah ja, finde ich aber auch echt eigentlich fies von denen, dass ich dich immer auslaufen, weil du so scheiße bist. Ja, tschüss. Too fucking OP. Tschüss! GG, easy. Jetzt holen wir uns noch kurz die Ringe und dann... Berinden wir das Level des. No sama, Sonic sama. Watashi atako na yono. Was ist hier? Okay. Ich schaff das! Ist hier hinten noch ein Raum? Nee. Geh auf, hör auf, hör auf. Dann hier ganz langsam. Und hier ganz langsam. Ich wette, am Ende kommt noch ein Gegner. Das muss sein. Die Passage kann jetzt nicht einfach enden, ohne dass ein Gegner kommt. Das wäre zu untypisch für ein Spiel. Wahrscheinlich war das Zeitlimit wieder 9 Minuten, oder? Ich wette, das Zeitlimit war 9 Minuten. Ja, ich hätte es locker. Ja, ich hätte die zusätzliche Energie nicht sammeln können. Werden dann nicht erst haben können, aber. Macht's dir nix. Der Geierkraft.
Die Macht von Dark Gaia umgibt Sonic, er kann nun mehr von Dark Gaia. Von Dark Gaia. Filmclip, Illustration, Soundtrack, Tafelfragment. Das ist zumindest das Einzige, was wirklich wichtig für den Fortschritt des Spiels ist. Oh. Ich geh mal. Bis gleich. Oh, das war schneller als gedacht. Meh. Ihr seht, wir haben einen Boss. Wie hieß denn der eigentlich? Kommt noch ein Name? Dark Gaia Phoenix. Oh je, ein Boss, Mensch. Ich war doch vorbereitet. Bin ich wirklich. Weiß halt gar nicht mehr genau, wie der ging. Ich glaube, wir mussten zu den einzelnen Passagen und da. Oh ja, Grafikfehler. GG. Ach ja, genau, und den. Aua! Okay, wir müssen dahin, wo er steht. Ich hätte so drauf kommen können. Lass mich doch mal da hochklettern. Jetzt flieg nicht wieder weg von hier. Jetzt bin ich gerade hierher gelaufen. Nee, du bleibst jetzt hier. Geh doch da. Sonic, hoch. Wow. Ja, danke. Meine Güte. Jetzt darf ich das doch werfen. Ja, und jetzt geht nämlich in die Mitte zurück und da holt es sich wieder neue. Ach, B. Noch was? Ich habe einfach gerade wild auf den Tastendruck gedrückt und das war anscheinend zu schnell. Egal, wir haben ihm ein Viertel abgezogen. War schon gut. Ach, hätte ich gerade joken können, oder? Ja, ich habe gerade auf die Dings geachtet, auf Sifis Kimme. Wo hoch? Aber die Musik ist gerade mit dem Saxophon. Saxophon ist halt immer, obwohl es ist nicht. Es sind mehrere Blasinstrumente dabei. Ich darf es nicht wieder mit dem Saxophon. Ah! Der hat gejuckt. Jetzt aber nicht. Aha, schlecht. Wieder ist immer noch on fire. This Phoenix on fire. Jetzt nicht mehr. This Phoenix on fire. Muss ich jetzt drücken? B. B. X. Ich habe keine Ahnung, wo X war. X wäre oben gewesen. Ich habe leider links gedrückt. Ich bin gerade ein Gamecube-Controller und ein Video-Gamecube-Controller gewählt. Ich glaube, das hätte ich schon wieder zucken sollen. Egal, wir haben hier noch ein paar Ringe. Gib doch mal den Ring her. Jetzt. Guck mal, er brennt immer noch. Wie putzig. Ich möchte dich löschen. Ich möchte was Gutes tun. Ich weiß, du brennst ungesund für deine inneren Organe. Und allgemein. Brennen tut eigentlich weh und tötet Menschen. Ich weiß, du bist kein Mensch, aber ich weiß. Ich glaube, scheiße. Hört mir einfach gar nichts zu. Und am besten, weil sie mutet den Sound oder macht einfach nur den Soundtrack im Hintergrund an und. So, jetzt hätten wir mal X, X, B. Jetzt haben wir A, Y. Ja, das war doch Y, da war ich einfach zu langsam, oder? Ich war fast tot. Time. Nur noch ein paar Treffer, dann ist der weg. Oh Gott, oh Gott. Bin echt zu unfair, das zu schucken. So, sind hier noch irgendwo Ringe? Nein, dann auf zum letzten Wasser, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Das große, große Wasser. Jetzt komm! Gib es auf und werfen!
Yeah! Dass er nicht mehr abschießt, ist schon wie lame. Wenn er es wieder so toll abschießen würde wie vorher, wäre das deutlich schwerer. Hm, naja. Tschüss, du Fick! Tschüss, du Fick! Tschüss! Tschüss! Und jetzt kriegen wir ganz viele Punkte. Haben wir es geschafft? Bäm, also. Das ist Skill, Leute. Das ist Skill, wie er leibt und lebt. Right here. Ich weiß, im letzten Part war ich abgrundtief scheiße, aber das macht nichts. Achso. Hab gedacht, komm, dazwischen zu kennst. Wie kann ich dir danken? Ich werde dir für immer zutiefst dankbar sein. Ich wollte den heiligen Schlein aufsuchen, Abel. Es scheint, als hätte ich das Bewusstsein verloren. Ich bin der Dolfälteste Zonsen. Danke, dass du mir zu Hilfe gekommen bist. Zonsen Senpai. Was? Du willst etwas über den Tempel erfallen? Erlaube mir, es dir zu erklären. Wir sind schon seit vielen Generationen Hüter dieses heiligen Schleins. Gib mir doch das Tafelfragment, die du bei dir hast. Hier ist deine Planetentafel, der Schlüssel für die Tempeltür. Jetzt kannst du herausfinden, was sich hinter der Planetentür verbirgt. Planetentafel des dritten Kontinents erhalten. Ah, oh, jetzt kommen wir zwischen so. Die aber leider auch irgendwie kaum die Rede wert war. Obwohl, es geht ja gleich weiter. Trotzdem ein Lüdiges, mein Mikro, um zu euch zu nerven. Hallo, ich bin Sidia. Hallo. Der dritte Kontinent wurde wiederhergestellt. Die volle Ladung Action. Up, the beast woke up. It appears he's come back to his senses. I see. I'll bet your job is to guard the Chaos Emerald Temple. You must have gone berserk when the emeralds lost their power. Well, I'm glad you're back. Want some chocolate? Your dinner, Doctor. Thank you. What's the progress on the Dark Gaia-powered Eggman Land construction system? Current status is 27% complete. Progress is significantly behind projected timetable. Presumed cause of delay is Dark Gaia dispersion across the globe. Oh, of all the lazy! Here I go to the trouble of waking that Dark Gaia thing up, and it causes me nothing but delays. Dark Gaia had yet to reach maturity within the planet's core, ergo it was still incomplete at the time of its awakening, ergo it was unable to sustain its own weight upon its release, ergo it scattered around the world. I don't want to hear about its weight issues. So what if I gave it a bit of a sudden awakening? This is unacceptable! Ergo, this is the repercussion of your hasty actions. What was that?
I'm having a bad enough day as it is. First that professor runs off with the Gaia manuscripts, and now the planet's coming back together. That, Doctor, is the result of the power of the Chaos Emeralds, which you discarded along with Sonic. Ergo, another repercussion of your hasty actions. Quiet, you junkie! That was all part of my plan, part of the big picture! Where's the fun in having my plan succeed without any challenge? Anyway, what's the status of the remaining temples of Gaia? Eggman forces have currently secured all locations. Defensive preparations are nearly complete. That'll take care of Sonic for now. Which leaves the problem of Dark Gaia. It'd be difficult to collect every piece scattered all across the world. Searching conventional wisdom banks for topical advice, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Slow and steady wins the race. Nobody likes a whiner. Isn't there a more efficient way? Some way to, well, I don't know, gather them all up at once. Wait, that's it, of course! With this, all of my plans will be realized! Vielleicht hat Professor Pickles sein neues Ziel für dich gefunden. Sonic, wir sollten in seinem Labor auf Spangonia aussuchen. Was sollten wir tun? Warum sind eigentlich die intelligenten Leute immer so böse? Man kann eigentlich echt fast froh sein, dass Stephen Hawking gelähmt ist. Ansonsten, ich sage euch, der würde die Welt auch zerstören wollen, wie Dr. Eggman. Nichts gegen Stephen Hawking, du bist cool, Mann. Der Typ ist echt cool. Ich wäre auch gern so intelligent und berühmt wie er. Vielleicht nicht ganz so intelligent, aber der Typ hat was. Eigentlich sollten wir die Folge hier beenden, fällt mir gerade mal auf. Sorry, auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Link zur ersten Folge und zu Plays befinden sich unten in der Beschreibung. Wir haben also schon wieder Links wie zum Beispiel zu YouTube, Facebook, Proxer, Hitbox, Twitch und Instagram. Hitbox, Twitter und Instagram, sorry. Ich sag von meiner Seite, schauen wir noch einen wunderschönen Tag. Schönen Weihnachten. Schöne Feiertage, wir sind dann am Freitag, am zweiten Weihnachtstag wieder. Also Sonic, morgen kommen natürlich auch ganz normal Videos und ja, was gibt's noch zu sagen, außer tschüss, Silly.